Jo, Benni, was machen wir heute? Tennis. Gut. Heute Training, Grundschläge aus zugeworfenem Ball. Ja, wenn's Tennis in der Hand. Yo, Benni, sag mal, wie ernährst du dich eigentlich? Was? Wie ernährst du dich eigentlich so? Sucuk, Frites, Pommes, manchmal Lamajun. Boah, Currywurst. Ist gut, ja. Und einen laktosefreien Joghurt, auch sehr gerne. Ja, und was für Snacks hast du eigentlich immer so dabei, also wenn du so auf Spielen und so unterwegs bist? Snacks. Snacks, ja. So Riegel oder sowas, weißt du? So ein Knäckebrot von Vasa, Roggen dünn, nicht Roggen dick. Das ist pervers auf Englisch. Und Knoblauch. Ist geil. So eine Knoblauchzehe mal rein und dann vorne drücken, See. Aber nur die von Picanto in Marinade. Ist geil. Und sonst, ab und zu halt, wenn ich halt gerade merke, okay, ich spiele nicht so gut, dann nehme ich einen Kamm. Kümmere die Haare. So, wie ernährst du dich so? Gar nicht. Ne? Ja, nee, ungefähr genauso. Okay. Ja. Boah, was auch richtig geil ist, ist Döner mit Hollandaise. Das ist auf jeden Fall sportlich, ne? Ja, ey, kennst du so eine effektive Oberschenkelübung irgendwie? So eine Dehnübung irgendwie? Also Stretching-mäßig? Ja, genau. Klar kenn ich welche. Ja, zeig mal eine. Jetzt vor allem, Leute? Ja, aber jetzt eine gute so, ja. Ja, okay. Am besten ist ja ein langer Muskel hier, im Oberschenkel. Also ich prefere, sag ich jetzt mal so, die Bims von Neißigkeit her. Ausfallschritt, Knie auf dem Boden, Oberkörper gerade, Bauch anspannen, halten. Wenn der Zug irgendwann nachlässt auf dem Oberschenkel, Fuß hoch und dann. Oh, das zieht. Noch eine? Da, noch eine wäre gut. Das war's, oder was? Nein, kann man noch viele andere Sachen machen. Man kann hier halten, man kann. Boah, guck mal, der guckt woanders, nervt mich nicht. Okay.